Yoga machen heute. Ganz viele Lockerungsübungen und Stärkungen für den Rücken. Und das ist ein Video, was besonders geeignet ist, auch für Anfänger. Und wenn du schon länger Yoga übst, dann ist das eine Gelegenheit, wirklich ganz achtsam in die verschiedenen Bereiche deines Rückens hineinzuspüren während der Übungen. Ja, und zu Beginn mobilisieren wir die Wirbelsäule mit Katze-Kuh-Bewegungen. Das ist so echt eine der Standardübungen. Manchmal wird mir persönlich ein bisschen langweilig und deswegen fangen wir ganz einfach an. Und wenn du die Übung schon öfters gemacht hast, dann peppen wir die ein bisschen auf. Sonst kannst du auch in der einfachen Variante bleiben. Also für die einfache Variante kommst du in einen Vierfüßlerstand. Wenn du den Vierfüßlerstand kennst, mach das und beginn schon mal mit Einatmen der Kuh und Ausatmen der Katze. Ich sage das jetzt auch nochmal detaillierter an. Und auch wenn du es kennst, kannst du da nochmal das ganz in Ruhe mit aufbauen. Achte darauf, dass du deine Hände wirklich unter die Schultern stellst und die Finger weit auffächerst und auch in die Fingerspitzen Druck gibst. Also wenn dir jemand abheben wollen würde, würde der die nicht nach oben kriegen. Ja, und die Knie nimmst du genau unter die Hüfte und machst sie so hüftbreit auseinander. Und wenn du Schmerzen in den Knien hast oder die einfach ein bisschen empfindlich sind, kannst du die Matte doppelt falten oder eine Decke unterlegen. Die Füße liegen hinten einfach sanft ab, auf den Fußrücken. Und ja, das Wichtige ist jetzt, dass du diese Bewegung mit ganz viel Hingabe ausführst. Und ja, das ist manchmal so, dass man Dinge einfach wirklich öfters machen muss im Leben, auch wenn man keine Lust hat. Und das ist eine schöne Übung für die, denen es so geht wie mir. Bisschen Langeweile in der Übung. Wenn du einatmest, stellst du dir jetzt vor, dass du zwischen deinen Schulterblättern eine Nuss knacken möchtest und machst die Brust weit und schiebst eben die Schulterblätter so zusammen und du kippst die Hüfte auch so, dass der Bauch sich nach unten senkt und der Po ja wie so rausstreckt. Und diese ganze Bewegung ist eine Bewegung, die in der Hüfte initiiert wird und die du dann weiterführst. Also das heißt, wenn du jetzt dann in den Katzenbuckel kommst, achte mal drauf, dass du beginnst, dich in der Hüfte, die Hüfte zu kippen, eben in die andere Richtung, so dass das Steißbein ja Richtung Boden möchte und sich die Wirbelsäule dann wirklich komplett in die andere Richtung dann einmal aufdehnt. Und dabei entsteht eben dieser Katzenbuckel, aber der entsteht aus der Hüfte. Und es entsteht dadurch auch eine Weite in den Schultern. Und der Kopf, den kannst du senken, sodass auch der Nacken ganz loslassen kann. Und die nächsten Bewegungen mach jetzt im Atemrhythmus, im natürlichen. Also atme ein, knack wieder die Nuss und atme aus, mach die Schultern wieder weit. Katzenbuckel. Und mach das noch ein paar Mal und für die, die diese Bewegung schon richtig gut kennen, die können mit dieser Bewegung sich mehr räkeln und wirklich im Rücken mal spüren, wo zwickt's vielleicht ein bisschen, wo will meine Wirbelsäule bewegt werden. Es ist heute eher der untere Rücken, der obere Rücken, der Nacken. Und je nachdem passt du wirklich für dich diese Übung an. Wenn du merkst, irgendwie schmerzt es heute rechts im unteren Rücken, dann würde ich dir empfehlen, dass du
die Wirbelsäule auch so ein bisschen krümmst. Oder wenn du merkst, der Nacken tut mir heute besonders weh, dann richte die Achtsamkeit auf den Nacken und mach vielleicht ein bisschen kreisende Bewegungen noch währenddessen. Also passt das wirklich so für dich an, das ist auch was, wenn du in eine Yogastunde gehst und diese Übung angesagt wird, was du einfach für dich mitnehmen kannst. Also dich nicht zu langweilen und in dieses Gefühl, oh, das kann ich doch schon zu kommen. So geht es mir nämlich auch manchmal. Sondern dann wirklich das anzuwenden, die Achtsamkeit in die Übung zu bringen, um die es auch im Yoga letztendlich geht. Es geht nicht darum, möglichst viele Übungen zu machen, sondern es geht darum, wie mache ich die Übung. Und das ist was, was ich dir jetzt mit dieser einfachen Katze-Kuh-Übung eben mitgeben möchte. Und eben auch, dass du die Übungen für dich anpassen kannst, an deinen Körper, an deine Bedürfnisse. Und dann wiederhole noch einmal diese Übung und dann komm. Also atme ein, geh nochmal in die Kuh und ausatmen in die Katze und mit der nächsten Einatmung mach einen geraden Rücken. Und dann atme ein und mit der nächsten Ausatmung schieb dich in den herabschauenden Hund. Wenn du den herabschauenden Hund noch nicht kennst, das ist jetzt auch nochmal eine detaillierte Anleitung, also die kommt jetzt. Du möchtest mit deinen Sitzbeinhöckern so weit wie möglich nach oben. Also wenn du dir vorstellst, dass da ein Lichtstrahler dran ist, dass da Licht rauskommt aus deinem Popo, dann scheinst du damit die Decke an. Und wichtig ist erstmal, Länge wirklich im Oberkörper und den Armen zu bekommen. Das heißt, die Beine sind vermutlich erstmal die sind gebeugt. Und dann kannst du, wenn du das schon länger übst, in so Laufbewegungen kommen und versuchen, die Beine zu strecken. Wenn du das erste Mal machst, dann konzentriere dich jetzt mal wieder auf den Atem und wie diese Übung jetzt deinen Atem verändert. Und wenn dir das zu viel wird, weil das schon anstrengend ist für den Oberkörper und auch Muskeln aufbaut, diese Übung im Rücken, heute wollen wir was für den Rücken machen, also die Übung ist auch super dafür, dann leg dich in die Position des Kindes. Wenn du die nicht kennst, ich erkläre es auch nochmal. Das ist so der Rettungsanker in jeder Yogastunde, darfst du die immer machen. Also du legst dich einfach, du legst die Schienbeine auf die Matte ab und den Po auf die Fersen und dann legst du dich da so nach hinten. Wenn das nicht so gut geht, weil da irgendwas verkürzt ist in den Beinen bei dir zum Beispiel, dann kannst du auch ein Kissen unter den Po nehmen oder du kannst die Knie weit auseinandernehmen oder generell die Beine etwas auseinandernehmen. Also auch da passt es wirklich so für dich an, dass du dich entspannen kannst. Wenn du dann merkst, dass der Atem wieder normal fließt, komm zurück in den herabschauenden Hund. Und wenn du immer noch da stehst, super. Wie geht's deinem Rücken damit? Merkst du, dass der Schulterbereich gestärkt wird, dass es ein bisschen anstrengend ist? Lass den Nacken los. Lass den Atem fließen. Wenn du die Ujjayi-Atmung kennst, dann nutz die, um dich zu entspannen in dieser Haltung. Wenn du die nicht kennst, atme einfach natürlich und möglichst gleichmäßig und ja, ein bisschen vertieft vielleicht auch, wenn es dir gut tut. Es hilft dann, die Anstrengung loszulassen. Und dann legen wir uns jetzt alle ins Kind und machen da eine kleine Yin-Übung. Und zwar würde ich gerne Anahatasana mit euch machen. Entspannt euch erstmal noch im Kind,
Ich erkläre das gleich. Und dafür kann es sein, dass du ein bisschen Decken oder Kissen brauchst. Also wenn du dich noch nicht vorbereitet hast auf deinem Yogaplatz, dann hol dir das gleich dann nochmal mit dazu. Das ist Anahatasana, eine Rückbeuge, die sanft die Brust öffnet und weitet. Und wenn du im unteren Rücken Probleme hast, dann mach da wirklich nur eine ganz sanfte Variante davon. Und wenn mit dem alles in Ordnung ist, kannst du da wirklich tiefer reingehen und so auch die Wirkung intensiver spüren von einer Rückbeuge. Also, für Anahatasana komm nochmal aus dem Kind mit der nächsten Einatmung in den Vierfüßlerstand. Und achte wirklich drauf, dass deine Hüfte jetzt genau über den Knien bleibt. Und dann wander mit den Händen so weit nach vorne, dass du mit entweder der Brust oder dem Kinn Richtung Boden kommst oder sogar auf den Boden. Also ich kann das auch nicht. Aber du kannst dir das auch unterpolstern. Und zwar, indem du einen Klotz oder ein Bolster oder eine Decke unter deine Brust legst und dann so entspannen kannst. Du kannst den Kopf auch unterstützen mit den Händen, mit einem Klotz, Kissen, Decke, was auch immer du da hast. Und dann bleiben wir jetzt nämlich 2 Minuten. Das ist wirklich das Minimum, also eigentlich bei mir eher so 3 bis 5 Minuten. Aber dadurch, dass ich nicht weiß, ob ihr jeden kennt, machen wir das heute 2 Minuten. Und wichtig ist wirklich, entspann dich jetzt. Und spür, was in der Haltung passiert, wie der Atem fließt, wie es dem Rücken geht. Wenn es dem Rücken nicht gut geht, geh zurück ins Kind und warte dort. Und entspann dich wieder im Kind. Und wenn du in Anahatasana bleibst, dann komm dort auch wirklich zur Ruhe und beweg dich nicht mehr, wie vorhin in der Anfangsentspannung, wenn du die mitgemacht hast. Oder wie das halt eben immer in Shavasana ist im Yoga. Dass wir beschließen, nicht mehr bewegen, den Geist ruhig werden lassen. Atme tief ein und ausatmend schieb dich nochmal zurück in den Vierfüßlerstand. Und dann leg dich auf den Bauch, wandere mit den Händen nach vorne, leg die Ellbogen unter die Schultern, die Sphinx, das ist noch eine Rückbeuge, die nicht ganz so intensiv ist. Du kannst sie intensivieren, das erkläre ich dir gleich. Also du liegst jetzt hauptsächlich auf dem Schambein, damit dein Unterrücken etwas geschützt ist. Die Fußrücken liegen ab und du stellst eben deine Unterarme auf die Matte, die Schultern und die Ellbogen sind in einer Linie. Und dann spür mal gut in deinen unteren Rücken, ob das so in Ordnung ist. Wenn dir das zu intensiv ist, kannst du mit dem Ellbogen ein bisschen nach vorne wandern, dann ist die Rückbeuge nicht so stark. Wenn du das Gefühl hast, du kannst da noch etwas tiefer in die Rückbeuge gehen, dann stell die Hände auf und streck die Arme durch. Und auch hier kannst du variieren, kannst die Hände weiter auseinandernehmen zum Beispiel, dann ist es weniger intensiv und natürlich auch mit den Händen etwas weiter vor- oder zurücklaufen. Richte dich jetzt ein und konzentriere dich dann auf die Atmung. Spür, wie die Brust sich hebt und senkt und lass Weite im Brustraum entstehen. Wenn du dir gut ein Licht vorstellen kannst, dann stell dir vor, dass du im Brustraum ein Licht entstehen lässt und dieses Licht mit jeder Ausatmung in den ganzen Körper sendest. Also einatmend verbindest du dich mit dem Licht,
Und ausatmend fließt dieses Licht in jede einzelne Zelle deines Körpers. Atme nochmal tief ein und ausatmend löst du die Position auf, indem du mit den Händen ein Kissen unter deinem Kopf machst, also dann nach unten kommst, den Kopf ablegst und kurz nachspürst. Bleib weiterhin mit dem Atem verbunden und der Weite im Brustraum. Wenn du schon länger Yoga übst, kannst du auch echt zufrieden sein, denn das waren jetzt schon wirklich eher eben die Basic-Übungen. Und gerade da in diesen einfachen körperlichen Übungen wird es für den Geist umso schwieriger, wirklich dran zu bleiben, korrekt zu üben, also sich nicht ablenken zu lassen, nicht abzubrechen. Das erfordert einfach wirklich Disziplin und auch eine gewisse Hingabe. Und das sind alles Eigenschaften, die im Yoga tatsächlich eigentlich vor den Körperübungen stehen. Und von daher wunderbar. Und dann würde ich dir empfehlen, in eine Endentspannung zu gehen. Entweder gerne im Stillen, legst dich einfach in Shavasana, oder ich habe auch eine angeleitete Endentspannung aufgenommen, dann einfach auf das Video für die Endentspannung klicken.